Hey Leute, Bardo hier und willkommen zu einer weiteren Folge von Minitalk. Einige fragen sich jetzt bestimmt, warum kommt Minitalk am Donnerstag, es kommt eigentlich am Samstag. Und zwar würde ich das Format gerne zweimal die Woche bringen, weil ich so viel Spaß daran habe. Und deswegen kommt das jetzt in der Regel mittwochs und samstags, aber gestern war ich zu viel unterwegs und hab's nicht hingekriegt und deswegen kommt es heute am Donnerstag. Und ich würde das Format auch gerne ein bisschen community-näher gestalten und deswegen nehme ich jetzt auch mal eine Frage von euch, die ihr mir vorgeschlagen habt, worüber ich reden soll. Und wenn ihr jetzt noch mehr Vorschläge habt, worüber ich reden kann, wäre ich sehr dankbar darüber, wenn ihr die in Kommentare schreiben würdet. Und ist mir egal, wozu, es kann politisch sein, es kann über YouTube sein, es kann über alles sein, ich werde darüber reden. Und heute die Frage kommt von FIFA Dan, der am Beispiel von KSI, das ist ein großer FIFA-YouTuber, fragt, ob YouTuber, sobald sie größer werden und Erfolg haben, sich einfach weniger Mühe geben mit den Videos. Ehrlich gesagt würde ich sagen, ja, das stimmt sogar. Ein YouTuber, der neu ist und sich wahrscheinlich noch nicht etabliert hat, der hat wahrscheinlich auch viele coole Ideen, die er erstmal ausprobieren möchte, bevor er überhaupt merkt, okay, ich könnte jetzt viele coole Sachen machen, die Internet-Humor referenzieren, oder ich kann nur Let's Roar machen. Und dann macht man natürlich lieber Let's Roar, weil es eben gut ankommt. Dann macht man dazu noch am besten Musikvideos, weil es gut ankommt. Und dann gibt man sich halt eben weniger Mühe und macht halt... Wisst ihr, man gibt sich immer noch Mühe, aber man setzt die Mühe halt in was anderen ein. Oder man ruht sich halt wirklich aus, weil man merkt, okay, wenn ich jetzt viel rumschreie, einfach random, kommt das viel besser, als wenn ich eine coole Story erzähle. Und deswegen werden viele sich wahrscheinlich danach auch richten. Das ist natürlich jetzt auch die Frage, warum machen YouTuber das? Warum geben sich YouTuber weniger Mühe? Und ich würde sagen, es ist so, wenn die den Erfolg haben, dann bekommen die auch neue Zuschauer. Es ist ja nicht so, dass sie einfach neue Abonnenten kriegen und keine neuen Zuschauer und keine neuen, die Leute kommentieren. Und es ist ja so, dass die Zuschauer den YouTuber auch mit diesem einen Projekt verknüpfen, in der Regel. Das heißt zum Beispiel bei Corrupted ist das Five Nights at Freddy's. So, kann er machen, was er will. Die Leute werden jetzt erstmal sagen, Five Nights at Freddy's ist ein Ding. Und das ist bei vielen natürlich dann auch so. Zum Beispiel, wenn Elfcoin jetzt nochmal was Kreatives machen würde, dann wäre es ein kleiner Teil von denen, die früher geguckt haben, die würden sagen, oh, ihr macht wieder geilen Scheiß, das ist cool. Und dann gibt es aber auch viele Idioten, die lieber Let's Roar gucken und sagen, macht mal lieber Let's Roar. Und von daher ist es irgendwie so ein bisschen ein Zwiespalt für die YouTuber, denke ich mal, da so die Balance zu finden. Und ich glaube, es ist bei einigen schon passiert. Ich glaube, bei Paluten war das so, dass er irgendwie noch ansatzweise coolen Content, ich dachte nicht, dass Paluten jetzt schlechten Content macht, er macht jetzt halt viel den ich verstelle meine Stimme Content, das ist lustig. Was auch völlig okay ist, es kommt ja auch gut an, es kommt richtig gut an. Aber Paluten soll früher halt besseren Content gemacht haben, der auch wahrscheinlich Ältere anspricht. Und natürlich kann man Paluten auch gucken, wenn man älter ist. Ich will jetzt niemanden vorenthalten, der jetzt 18 ist oder was und Paluten für die beste Unterhaltung ever sieht. Das sage ich auch nicht, Idiot, so. Das kann sein, wirklich. Ich habe damit kein Problem, wenn man das cool findet. Aber es riecht natürlich primär auf eine jüngere Zielgruppe. Und bei KSI ist das, glaube ich, aber auch so. Vielleicht ist das natürlich auch nur subjektive Wahrnehmung. Vielleicht sind die Videos, die KSI jetzt macht, für die 10- bis 13-Jährigen viel besserer Content als das, was KSI früher gemacht hat. Oder ApeCoin als Beispiel. Wie gesagt, subjektive Wahrnehmung. Ich denke, es ist wirklich... Ich glaube, die Leute feiern auch das, was jetzt ApeCoin so weitermacht. Die freuen das wirklich. Die sagen nicht nur, ich finde das cool, die finden das wirklich cool. Und die Leute finden den alten Shit, den er gemacht hat, scheiße. Ich finde aber, wenn man YouTuber auch schlecht findet und die Videos nicht mehr mag, dann sollte man einfach auch nicht mehr abonnieren und die Videos nicht mehr gucken. Denn nur aus Sympathie irgendwas zu gucken, ich meine, Freizeit ist kostbar. Du hast nicht unendlich Freizeit am Tag. Du gehst zur Schule, da musst du Hausaufgaben machen bestenfalls. Und dann ist schon irgendwann, keine Ahnung, 17 oder was, dann hast du vielleicht 6 Stunden Zeit. Das ist viel eigentlich. Das ist viel Freizeit. Das ist 6 Stunden Zeit, die du mit Freizeit füllen kannst. Und da musst du natürlich gucken, wie du das füllst. Du kannst dir Videos angucken von ApeCoin, die du nicht mehr magst, die du früher cool fandest. Oder du kannst Videos gucken von Leuten, die du magst. Und das ist natürlich auch die Sache so, dass Leute sagen, ich gucke nur kleine YouTuber, die geben sich mehr Mühe. Aber es ist natürlich auch so, dass kleine YouTuber auch irgendwann große YouTuber sind. Und ich weiß nicht, wie das ist, weil ich könnte jetzt natürlich sagen, so, ey, ja, wenn ich ein großer YouTuber bin, mache ich immer noch die Videos so, wie ich sie jetzt mache. Aber das weiß ich nicht. Es kann sein, dass ich in einem halben Jahr auch einer dieser YouTuber bin, die die Stimme verstellen als Joke. Oder die sagen, ja gut, die das sagen als Joke. Ich weiß nicht, ob ich so ein YouTuber bin. Es kann sein, dass ich so ein YouTuber werde. Man weiß es nicht. Man muss alles nüchtern betrachten. Es kann sein, dass ich ein ja gut YouTuber werde. Ich denke, dieses Video hatte wenig roten Faden. Ich habe vorhin übrigens FIFA 16 aufgenommen, bin vielleicht noch ein bisschen gehuckt deswegen. Aber ich möchte sagen, Leute, das war's mit dieser Folge Minitalk. Ich hoffe, die war nicht zu durcheinander. Ich sag's in jeder Minitalk-Folge. Und ich weiß immerhin, dass sie total durcheinander ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin. Und ciao.